So, hallo, guten Abend. Willkommen an Bord des Seabase. Dankeschön. Mein Name ist Gregor Sittlack, ich bin Conception hier an Bord des Seabase. Und ja, ganz toll, dass das 6. Transmedia Storytelling Berlin hier bei uns an Bord der Seabase stattfinden kann. Und die Seabase ist die Raumstation unterhalb Berlin-Mittes. Was ihr hier seht, ist quasi eine archäologische, ja, ein archäologisches Vereinsheim mit vielen Artefakten, die von der wirklichen Seabase, der Raumstation unterhalb Berlin-Mitte, geborgen worden sind. Alle anderen Einrichtungen hier sind teilweise Reenactments, das heißt Replikas, wo wir uns versuchen anzunähern an den Stil dessen, was unterhalb Berlins verborgen liegt. Und damit sind wir auch schon an dem Punkt, ein Universum zu schaffen. Und das versucht die Seabase als crowdgesourcedes Projekt seit über 16 Jahren. Und deswegen ist es so schön, dass die Profis und die Interessierten und die Fans von Transmedia hier in diesem Rabbit Hole, das die Seabase ist, sich versammelt haben. Und ich freue mich jetzt auf Patrick und Doro und ich wünsche euch und uns viel Spaß. Ciao. Test. Ja, funktioniert wunderbar. Ja, auch von uns natürlich nochmal einen wunderbaren, herzlichen guten Abend und wow, also ich bin überwältigt, dass ihr so zahlreich erschienen seid, wenn ich du sagen darf, ich mache das jetzt einfach mal. Wir freuen uns natürlich, euch heute Abend mit auf die Reise zu nehmen, ein eigenes Universum zu erschaffen und vielleicht ohne viel Zeit zu verlieren, legen wir damit auch einfach gleich los. Wir haben ja heute noch ganz viel tolles Programm. Ganz kurz zu unseren Personen, jetzt geht es gerade nicht weiter. Fängt schon gut an. Okay, das sind die kleinen anfänglichen technischen Schwierigkeiten. Ja, also eigentlich wollten wir uns erstmal nur ganz kurz vorstellen, Patrick Möller und Doro Martin. Wir organisieren. Wir organisieren gemeinsam mit einigen Helfern das Transmedia Storytelling Berlin Treffen. Wir sind Teil der Imaginary Friends, einem Netzwerk für Transmedia Storytelling und Konzeption. Soll ich den Computer übernehmen? Ja, das passend zum Netzwerkbild. So, passend zum Netzwerk, also Imaginary Friends sind ein Netzwerk, in dem es ganz viele verschiedene Ausrichtungen gibt. Wir sind ein Netzwerk aus Autoren, Illustratoren, Webdesignern und ganz vielen anderen Leuten, die ihre Dienstleistungen in diesem Netzwerk zusammentun, zusammenwerfen, um spannende Geschichten entstehen zu lassen. Und jetzt können wir einen weiter. Wenn er das macht. Wir versuchen einfach mal weiter zu zaubern. Und im Großen und Ganzen möchten wir nämlich mit euch zusammen heute tatsächlich eine kleine Geschichte erleben. Jetzt geht's weiter. Und zwar fängt sie damit an, der eine oder die andere hat es vielleicht auf unserer Seite schon gesehen, da posten wir hin und wieder schon mal ein paar Sachen, unter anderem auch dieses Bild Inner Universe, so ist der Titel dieses Bildes. Und da geht es um die Gedanken, den Gedankengang eines Mannes, der aus sich selbst heraus ein Universum erschafft.
Genau, und ein Universum erschaffen wir natürlich, weil wir eine Geschichte erzählen wollen und damit möglichst viele, je nachdem welcher Profession wir ursprünglich nachgehen, Leser finden wollen, Leute begeistern wollen, Leute mit in unser Universum nehmen wollen. Und wir haben uns überlegt, wer könnte denn so ein Leser sein? Ihr habt ja vielleicht, einige von euch kennen ja eventuell schon Gustav. Gustav ist unser Helfer, unsere Helferfigur im Hintergrund. Darf ich vorstellen, das ist Gustav. Gustav schickt nicht nur die Erinnerungsmails an euch alle, damit ihr hierher findet und hilft uns auch sonst ein bisschen. Er hat die Eigenschaft, er ist sehr genau. Er sieht zwar sehr vergnüglich aus, aber er ist ein sehr genauer Mensch. Zum Teil auch ein bisschen altmodisch vielleicht. Was er aber vor allem auch ist, was man auf diesem Bild auch erkennen kann, ist, er ist ein begeisterter Leser. Er verschlingt wahnsinnig gern historische Romane und Biografien, also wirklich Welten. Stöbert allerdings auch gerne mal die Bunte und die Gala durch. Man darf allerdings nicht verraten, dass man ihm da schon auf die Schliche gekommen ist. Da ist er ein bisschen eigen und auch eitel. Um es zusammenzufassen, er interessiert sich einfach sehr für andere Menschen. Er ist einfach neugierig. Ja, und dieser Gustav findet heute Morgen vor seiner Tür eine kleine Schatzkiste. Auf dieser Schatzkiste ist eine Telefonnummer versteckt. Allerdings hat er sich noch nicht recht getraut, da wirklich anzurufen, denn so den größten Abenteurer ist er halt doch nicht. Neugierig ist er aber auch. Was machen wir denn jetzt da? Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, haben wir jemanden im Publikum, der vielleicht mal die Telefonnummer anrufen möchte, die sich Gustav noch nicht getraut hat anzurufen? Ich wähle mal. 2, 5, 0, 1, 6. Ja, wie gesagt, die Technik, das kennen wir hier oben. Kann man das hören? Nee, oder? Ich hab's ja laut. Nein, genau. Doch, ist es. Hinter einem ihrer Stühle ist ein Rohschlag versteckt. Unter einem der Stühle ist was versteckt in der Ecke, kann das sein? Findet jemand unter einem der Stühle etwas? Die Kaugummis sind nicht von uns. Ein Umschlag sehe ich hier vorne. Vielleicht einfach mal öffnen. Was ist in dem Umschlag drin? Ein Zettel mit... Well. Okay, da ist eine sogenannte Kurz-URL drauf, eine Bit.ly-URL, und zwar ist das bit.ly/follow_if. Und ich sehe schon, da drüben wird auch schon fleißig getippt. Das ist noch Facebook. Also bit.ly/follow_if. Ja, genau, das ist korrekt. Und zwar...
Und zwar geht es auf dieser Website darum, vielleicht hat sich der eine oder die andere schon mal die Frage gestellt, wie kann man tatsächlich selber in so ein Universum eintauchen, einfach nur als Erlebender oder Erlebende. Und auf dieser Website, auf dieser URL, die wir später auch nochmal angeben werden, gibt es die Möglichkeit, sich einzutragen und dann vielleicht auch in Zukunft einzutauchen. Aber wir haben hier schon etwas ganz Entscheidendes erlebt. Und zwar haben wir hier ein bisschen Interaktion ausgeführt. Kleinen Moment. Diese Interaktion mit dem Telefon beziehungsweise mit der Website beziehungsweise mit dem Umschlag unter dem Stuhl fand ich persönlich hat schon mal recht gut funktioniert. Damit haben wir euch ja schon mal ein bisschen animieren können. Und natürlich gibt es darüber hinaus noch viel mehr zu entdecken, denn Gustav lässt sich jetzt bestimmt nicht nur von dieser Telefonnummer, ich sag jetzt mal, abspeisen, sondern erwartet da bestimmt noch einiges mehr. Und hier sehen wir jetzt ein Beispiel dafür, was noch alles passieren könnte oder passieren kann. Und da übergebe ich mal wieder an dich. Ja, um was es uns damit eigentlich ging, ist, dass Transmedia eben Medienplattformen übergreifend ist, ein medienübergreifendes Erleben ist. Es geht aber natürlich vor allem in erster Linie darum, dass diese Geschichten medienübergreifend erzählt werden. Und wer Lust darauf hat, weiter mitzuerleben, was Gustav noch alles aus der Schatzkiste ziehen wird, der ist herzlich eingeladen, das auf Google Plus zu tun. Ja, das als unser kleines praktisches Beispiel, was Transmedia Storytelling sein könnte. Theorie haben wir natürlich auch mitgebracht. Der Transmedia Storytelling Guru aus Amerika ist Henry Jenkins, der den Begriff geprägt hat. Und im Endeffekt, um es kurz zusammenzufassen, meint er eben, dass es darum geht, wichtige Elemente einer Geschichte gezielt über mehrere Plattformen. Und damit meine ich nicht nur das Internet, sondern auch Live-Events, es können auch Theatersachen, es kann alles Mögliche sein, zu streuen, sodass jede dieser Plattformen ihren eigenen Anteil an dem Geschichtserlebnis, an dem Geschichtsuniversum liefert. Genau. Das soll es eigentlich auch schon gewesen sein zu unserer kleinen Transmedia Storytelling-Einführung. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt Praktiker da haben aus unterschiedlichen Feldern, denn der Begriff ist sehr umstritten und heiß umkämpft. Der ist nicht nur gerade das Buzzword des Jahres in gewissen Kreisen. Man streitet sich zum einen darum, ist es jetzt eine Kunstform, ist es einfach nur Marketing? Und ich glaube, wir können da heute dann noch anhand der Beispiele von Sebastian Fitzek und Johannes Brandrup und Ingolf Keiner in die Diskussion einsteigen. Genau, und nach den Beiträgen stehen wir auch alle gern für Fragen und Antworten zur Verfügung. Gibt es hierzu vielleicht schon Fragen oder Antworten? Gut, dann. Ja. Dann vielen Dank und dann geben wir gleich weiter ab an Sebastian. Herzlichen Dank.